Meine lieben Inselbewohner, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter auf der Insel der Freude und wir gehen als erstes mal raus und gucken mal, was wir hier so Schönes bekommen. Ah, guck mal hier, er schenkt uns einen Buschleim. Cool. Dankeschön, lieber John. Danke, danke. So, Freunde, ihr wisst, wie es läuft. Wir sammeln Eier ein. Und streicheln unsere lieben Tiere einmal durch. Einmal Alice. Einmal Ingalinchen. Guido. Und wen haben wir hier? Sophie. Sehr schön. Haben wir das erledigt? Das sammeln wir auch ein. Hier gibt es was zum Wegkloppen. Klopinski. So, nehmen wir auch mit. Zack, vielen Dank. Dann gehen wir einmal hier rüber. Jede Menge Rupu. Und ich habe Werkzeug vergessen. Moment. So. Komm her. Einmal Milch für mich. Dankeschön. So. Und einmal Haare schneiden. Danke. So mag ich das. Wunderbar. Oh, hier. Überall Rupu drinne. Nehmen wir mal raus. Da auch schon wieder. So. Gut. Das sortieren wir aus. Das war Spinifex. Spinifex brauchen wir jetzt nicht. Das geht raus. Das geht raus. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, dann einmal durchbraten. Hier unser tolles neues Motorrad. Ich freue mich immer noch sehr. So, den Buschleim machen wir auch gleich mit weg. So, heute ist Donnerstag, müssten also aufhaben. Ja. Zack. Und zack. So. Vielen Dank. So, was gibt's hier Schönes? Hier gibt's nichts. Okay. Wunderbar. So, schönen guten Morgen, John. Ja, ich möchte verkaufen. Und zwar das, das. Ne, den Käse nicht. Den möchte ich behalten. Feder kann er haben. Toadskin. Die Milch. Und hier. So. 13.000? Ja, klingt gut. Nehme ich. Perfekt. Cool. Dann gehen wir mal hier ans Board. Gucken mal, was hier so los ist. Shipping Request. Bottle Brush. Oh, ich wusste mal, was Bottle Brush ist. Ich habe es leider vergessen. Was braucht er? Tin Sheet. Ja, das machen wir. Habe ich gerade in der Tasche. Okay, was haben wir noch? Crafting Request. Hardwood Oak Path. Okay, nehmen wir auch. Kalender ist heute nichts Besonderes. Das ist gut. Alles klar. Und dann hier einmal Melvin. Nee, danke. Brauche ich nicht. Guten Tag. Milburn. Altes Haus. Deine Aufgabe. Ja. Tin Sheet. Bitteschön. Danke. Guck mal, so macht man sich Freunde. Easy peasy. Aufgabe fertig. So, und dann müssen wir nochmal für Fletch gucken. Die wollte Hardwood, glaube ich. Okay, was haben wir hier? Ich muss mal eben gucken, vielleicht habe ich den sogar schon. Ich weiß das gar nicht.
Hier, aber hier können wir erstmal wieder die Sachen reinpacken, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Die guten Materialien, ne? Ihr wisst schon. So. Gut, dass wir so viel gesammelt haben. Das können wir jetzt nämlich wieder alles da rein tun. Und dann passt das Tinsheet, packe ich auch mal mit rein. So. Hardwood Lock. Okay, die nehmen wir raus. Dafür packen wir die rein. Spinifex packe ich hier auch mal rein. Die packen wir da rein. Sonst noch was? Nee, ne? Nee. Okay, mal eben hier vorne. Das geht rein. Tin Ore geht rein. Und Tin Bar geht auch rein. Guck mal, da haben wir wieder schön Platz. Ah Mist, ich habe was vergessen. Warte mal kurz. Wo war unser Holz? Ich muss noch Schilder machen. Unbedingt Schilder. Damit ich mich nicht immer hier verliere und immer suchen muss. So, wo haben wir denn den Hardwood? Da. Da brauchen wir Planks für, alles klar. Gut, dann gehen wir hier an die Säge. Und zwiebeln die mal eben durch. Wir werden wahrscheinlich nicht alle brauchen, aber ich mache erstmal 10 Stück. Ich glaube, das reicht dann schon. Für unsere liebe Fletch. Zack. So, einmal noch. Jawohl. So. Okay. Craft. Machen gleich ein paar mehr. Dann können wir damit nämlich auch arbeiten. So. Gut. Dann gehen wir zu Fletch rüber. Bringen ihr Holz. Guten Tag. Deine Aufgabe. 16, aber sicher doch. Ich habe sogar 40 gemacht. Dankeschön. Gut. Haben wir die Aufgabe auch erledigt. Das ist schön. So, und jetzt. Jetzt möchte ich das da reinpacken. Das da reinpacken. Ja. Metal Detector. Mal eben gucken. Den packen wir hier rein. Den brauche ich nämlich jetzt gerade nicht. Dirt brauche ich, glaube ich, auch nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Fackeln. Oh ja, ich habe noch die Steine in der Tasche. Die packen wir. Packen wir die hier rein oder behalten wir die? Bin mir ganz selber nicht sicher. Na komm, wir packen die erstmal hier hin. Ja. Ist das auch raus? Dann gehen wir einmal rüber. Kaufen wir ein Repair Kit. Oh, Copper Flower Pot. Oh ja, ja. Neues Rezept. Sehr gut. Oh, der sieht aber schick aus. Cool. Ja, nehme ich. Danke. So. Dann mal eben gucken, unter was das läuft. Copper Flower Pot. Den möchte ich ja gerne mal sehen. Da. Copper Bar. Okay. Das probieren wir aus. Das möchte ich mir angucken. So, zack. Craft. Danke. So, wo stellen wir den hin? Ich habe eine Idee.
Machen wir hier vorne, oder? Ja. Ja. Hat was. White Paper Daisy. Kann ich die da jetzt reintun? Ja, guck mal. So gut. Gefällt mir. So, wir reparieren mal eben. So. Und was wollte ich noch? Ach ja, genau. Das Gerät hier. Jackhammer, den brauche ich. Die Wolle, die wollte ich noch machen. Zack. Sehr gut. So. Jetzt brauche ich noch was zu essen. Das wäre toll. Warte mal. Habe ich da noch irgendwas Cooles, was ich jetzt so auf die Schnelle mitnehmen könnte? Ja, hier. Käse. Ja, Salzwasserfisch. Nehmen wir auch mit. Oh, hier. Fruchtsalat. 3, 4, 5. So. Ziehen wir uns hier rein. Denn ich möchte jetzt mal in die Mine gehen und mir die mal angucken. Ich war ja lange nicht da. Das lassen wir so. Und mal gucken, was da unten so abgeht. Ne? Holen wir uns jetzt schnell die Schlüssel. Essen haben wir. Und dann mal sehen. Fackeln haben wir auch, ne? Ja. Perfekt. Sehr schön. So, Freunde, es wird ernst. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. So, einmal nach unten. Flupp. Eine Runde tauchen. So. Ach, guck mal, Schlüssel waren hier auch noch drin. Hatte ich da ja reingepackt. Cooked Meat. Ja. Das ist gut, das nehmen wir auch mit. Ach, ich brauche Minenpass. Stimmt. Total vergessen. Ohne Minenpass wird das ja nichts. Müssen wir nochmal kurz zurück. Ich möchte ein bisschen Eisen farmen. Denn wir haben ja immer zu wenig. Das ist manchmal teilweise echt ein bisschen doof. Deswegen machen wir das jetzt. Nehme ich. Danke. Und tschüss. So, Freunde, ich bin gespannt. Lauf mal eben flott zurück. So. Einmal nach unten. Lalalala. So, use. Ja, bitte. Brrr. Flong. So, und jetzt will ich mal eben hier das wegnehmen. Wie geht das? Achso, Pint. Genau. So, Freunde. Wir sind wieder in der Mine. Und jetzt will ich mal gucken. Oh, aua. Da werde ich direkt angegriffen. Blöde Sau. Ist ja wohl eine Frechheit. Erstmal ein paar Fackeln aufstellen. Damit wir uns hier auch zurechtfinden. Und jetzt will ich mal gucken hier, ob ich... Oh ja. Funktioniert. Man kann tatsächlich mit dem Ding die Wände wegkloppen. Mega gut. Da ist ein Auto. Das kann man auch wegmachen, habt ihr mir mal gesagt. Dann machen wir das auch. Yo, Old Gear Wheel. Sehr schön. Copper Ore. So,
Was ist das hier? Das sieht auch interessant aus. Kann ich hier eine Fackel? Ja. Das funktioniert. Mal gucken, ob wir hier den Eingang finden. Yes, da ist er schon. Schlüssel. Zack. Zack. Lass mich rein. So, was ist das hier? Das sieht so komisch aus. Ist das irgendwas Besonderes? Okay. Das, ja. Da gehen wir direkt zurück und packen uns das in den... in den Fahrstuhl, oder? Das ist ja cool. So, erstmal hier hin. So. Die Dinger gehen kaputt anscheinend. Ich weiß nicht, was das ist. Scheint aber wertvoll zu sein. Sonst würde ich das da nicht in so einer... in so einem Ding da finden, ne? In so einer alten Höhle. Oder was auch immer das hier sein soll. Gut, wir gehen hier mal weiter. Hau ab. Komisches Vieh. So. Oh ja, guckt euch das an. Das ist gut. Deswegen bin ich gekommen. Wunderbar. So, wir machen wieder ein bisschen Licht. Damit wir besser gucken können. Und hier geht's direkt weiter. Shiny Stone. Oh, mega. Ich freue mich, Freunde. Ich freue mich. Zack. Gut. Gehen wir hier mal lang. Obwohl, nee, hier waren wir schon, ne? Oder? Obwohl, ist auch Quatsch. Wir können uns doch durch die Wand hämmern. Muss das ja auch nicht immer so kompliziert machen. Wenn es auch einfach geht. Guck mal da drüben. Interessant. Hier ist Licht. Und da, wo Licht ist, sind auch andere coole Sachen. Aua. Das Vieh meint das ernst, glaube ich. Aber ich auch. So. Mal eben was essen. So. Dann können wir weitermachen. Jawohl. Copper. Stone, Stone, Stone. Den Ohr. Alles klar. Und was haben wir hier? Hier haben wir wieder was zum Kaputthauen. Dauert einen Moment. Old Spring. Das nehmen wir alles mit. Das ist immer sehr nützlich für unsere nächsten Bauprojekte. Muss mich mal gerade so ein bisschen... Oh ja. Na komm her. So, danke.
Oh, hier kommt schon wieder ein Vieh. Die sind nervig, ne? So. Bisschen Licht. Zack. Boah. So, und jetzt machen wir weiter. Dankeschön. Quarz. Ja, Quarz brauchen wir nun nicht unbedingt. Stone. Oh. Gehen wir mal hier lang. Oho. Einmal quer durch die Wand. So. Na komm her. So, und wir essen mal schnell was. So, das gibt wieder Energie. Und dann gehen wir mal hier den Weg entlang. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht nach Hause finde. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ah, hier. Da. Eibelohr. Mega. Guck mal, und hier waren wir schon. Sind wir jetzt quasi... Ja. Einmal im Kreis gelaufen. Gut, also gehen wir hier weiter nach Norden. Und hier ist wieder... Oh! Der muss weg. Tasmanischer Teufel hier. Aua. Das war's schon? Ja. Yeah. Mega. Da kann man aber wieder sehen, wie gut die Waffe ist, ne? Na, das freut mich doch. Hier wieder Iron Ore. So. Guck mal, hier auch. Geil. Da freue ich mich doch. Oh, wir gehen hier einmal durch die Wand. Und gucken, was hier so abgeht. Na komm her. So, gibt es welche auf die 12. Wo sind wir jetzt? Oh, wir sind da oben ganz. Krass. Okay. Gut, dann gehen wir hier weiter. Ich will jetzt nicht schwimmen, weil das Vieh da ist. So. Bisschen Licht. So. Und voll auf die 12. Okay, hier müssen wir uns wieder durchbohren. So. Wo sind wir jetzt? Mysteriös. Sehe nix. Eieieiei.
hier bloß weg, du Vieh. So, jetzt schnell was essen. Und noch einen Salat hinterher. So. Gut, wir schwimmen hier mal. Mal gucken, wo das hinführt. Hier kann man raus anscheinend. Aha. Guck mal, hier scheint ein Weg gewesen zu sein. Licht. Licht, Licht, Licht. Wir brauchen ein Licht. Und hier haben wir doch schon wieder Iron Ore. Oh, ist das gut. Einfach nur mega. Genau das, was ich wollte. Wenig Schlüsseldinger, ne? Da hatte ich schon andere Durchgänge, wo ich hier war, da hatte ich mehr. Aber gut, wir wollen nicht meckern, ne? Wir sind bescheiden, wir nehmen das, was wir kriegen. Ah ja, guck mal, hier ist wieder was. Machen wir eben einmal Licht. So, und dann hauen wir das Ding hier kaputt. Das alte Auto. Jo, sehr schön. So, wieder ein bisschen Licht. Oh, guck mal, hier liegt Fleisch. Da wurde gerade gekämpft. Und hier Eisen. Nehmen wir alles mit hier. Okay, das Kupfer ist aber auch egal. Nehmen wir auch mit. Hier auch wieder. Sehr schön. Tinohr, ja, schadet auch nicht. So. Mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt sind. Ah ja. Okay. Interessant. Iron Ore. Dankeschön. So, hier ist auch noch was. Flong. So, wo sind wir jetzt? Da ist ein Kroko. Gut, komm her, Kroko. Oh, nee. Ich lasse sie kämpfen. Das ist jetzt unklug. Das habe ich nicht gesehen. Guck mal, sollen die sich da gegenseitig den Gar ausmachen? Jetzt kommt er nämlich zu mir und ist aber schon angeschlagen. Und ich nutze das zu meinem Vorteil. So. Easy. Gibt Fleisch. Da sage ich nicht nein.
So, wo sind wir jetzt? Oh, hier, Shiny Stone. Ja, danke. Okay, mal eben auf der Karte gucken. Ah ja, gut, wenn wir jetzt zurücklaufen, kommen wir genau zum Aufzug. Das finde ich toll. Kommen wir mal langsam in Richtung Aufzug laufen. Boah. Boah. Geil. Super gut. So, hier war wohl auch mal ein Weg. Gehen wir hier auch nochmal gucken. Flupp. Ja. Dankeschön. Tschüssi. Oh, der will mir jetzt ans Leder, ne? Ist klar. Eieiei. Ah, lieber nicht mit allen anlegen. Sicher ist sicher. Ja. Ist das eine Bienenkönigin? Nee, ne? Die summt nicht. Wir brauchen noch eine Bienenkönigin, damit wir den Bienenstock bauen können. Oh, guck mal, das sieht aber auch interessant aus hier. Warte mal kurz. Mal eben einmal so ein bisschen durchbohren, mal gucken. Ah, okay, nee. Schau mal. Waren wir hier schon? Nee. Cool. Da gehen wir hin. Und was gibt es? Eine Fletsche. Hotzylinder, Copperbar. Oh, schwarze Farbe. Mhm. Nehmen wir mit. Die Kiste nehmen wir auch mit. Kostet nichts extra. Schön. Dann hat sich das doch schon mal gelohnt. Aber warte mal kurz. Was ist das hier? Das sieht so komisch aus. Oder ist das... Ah, okay, Quarz. Ich dachte gerade, das wäre was Besonderes. Aber nee. War es nicht. So, Karte sagt... Andere Richtung. Oh, wir müssen schlafen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, 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 ist gut, ich gehe schon. Shit. So, wo bin ich jetzt? Das habe ich nicht gewusst, dass man jetzt auch Schaden kriegt. Oh, wie fies. Hier waren wir schon. Oh, ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Das liegt bestimmt an der Müdigkeit, ne? Ja, wir gehen hoch. Wir gehen hoch.
So. Gott sei Dank. Na, guck mal, steht da auch spät. Wir sind spät dran. Aber hier ist immer noch Action. Gut, ja. Zack. Batz. Wir legen uns hin. Und schlafen. Bap, 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 bap. Oh ja, da haben wir ordentlich Level gemacht. Richtig gut. Wunderbar. Na, das gefällt mir doch. Sheila ist wieder da. Cool. So, nimm mal mit. Gehen raus. Zack. Post von Theodor. Ich glaube, du hast das Geld bei mir verloren. Falls nicht, bring es bitte zu mir zurück. Theodor. 10.000 Ding. Okay. Nee, warte, warte, warte. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber ich will mal eben aussortieren. Denn, Freunde, guckt euch das an. 90 Eisen. Geil. 13 Kopper. Gut, ich habe jetzt auch nicht nach Kopper gesucht. Shiny Stone, den hauen wir gleich rein. Bisschen Quarz. Ja, ich denke, da können wir mitarbeiten, Freunde. So, die Shiny Stone, die machen wir eben noch hier rein. So. Ich knuddel mal eben durch. Neuer Tag und so. So. Ach, sorry. Ich muss hier ran. Noch jemanden vergessen? Glaube nicht. Achso, Shiny Stone machen, genau. Da eben reinknallen. Guck mal, da gibt es schon wieder Iron Ore. Jetzt läuft das aber auch, Freunde. Ist das nicht cool? Sehr, sehr schön. Noch den noch. Und in der Zwischenzeit machen wir die anderen Tierchen. Hier, den können wir auch wieder aufladen. Zack. Der hat gute und treue Dienste geleistet. Muss ich echt sagen, das Ding ist Gold wert. So, wo sind meine Tierchen? Da hinten. Hier, einmal Haare schneiden. Zap, zarab. Einmal durchstreicheln. Dann einmal die Milch. Und einmal streicheln. Jawohl. So. Sachen wieder raus. Rupu rein. Und dann gehen wir. Einmal hier ran. Machen die Eier fertig. So. Zack, zack, zack. Krokomit haben wir auch noch, ne? Jo. So. So, aber wir gehen schon mal rüber. Zu dem guten John. Zack. Ein Rubin ist das. 5,36 Kilo. 80.000. Yo. Krass. So, wir verkaufen mal hin. Da. Krokomit behalten wir. Milch behalten wir auch.
Pilz kannst du haben, die brauche ich nicht. Flamesack. Ah. Ja. Danke. Und tschüss. So, dann gehen wir mal eben zu Theodor und sagen ihm Bescheid, dass wir das Geld nicht wollen, weil das gehört uns ja gar nicht. Okay, er will das Geld anscheinend nicht. Oder? Muss ich irgendwas anderes anklicken? Donation? Nee, Donation haben wir nicht. Hm. Okay, dann nicht. Dann halt nicht, wenn er nicht will. Aber hier, wo ich das gerade sehe, guck mal. Hier machen wir noch... Na? Ach, die kann ich da nicht hinstellen, oder wie? Nee, geht nicht. Schade. Hätte ich da gern mit zugestellt. Aber gut. So, wir hauen erstmal jetzt hier das ganze Krokomit raus. Das brauchen wir jetzt nicht. Krokomit. Krokomit. Achso, das... Ah, okay, das war noch nicht gekocht. Nehmen wir das raus. Meat. So. Das können wir auch noch kochen. So. Dauert wieder einen Moment. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch fertig. So. Ein Piratenhut. Geil. Ich mag Piratenhüte. Den gucken wir uns auch direkt mal eben an. Arr! Ja, Landratten. Finde ich gut. So, pass auf. Das ist auch schon wieder fertig. Ich komme hier wieder nicht hinterher, ne? Aber gut, wir müssen leider, auch wenn ich noch länger aufnehmen wollen würde, müssen leider jetzt die Folge beenden, denn ihr wisst ja, Zeit ist immer knapp. Meine lieben Freunde, ich denke, wir waren ziemlich erfolgreich, was Eisen angeht. Und wir machen hier ein kleines Päuschen und sehen uns dann bald wieder mit einer neuen Folge. Und dann geht es hier weiter auf der Insel der Freude. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Lasst gerne eine Bewertung da, da freue ich mich drüber. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder mit einer neuen Folge. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.